Hallo zusammen, schön, dass du hier bist. Im heutigen Video soll es mal um das erste Update für die Sports Challenge gehen. Wie du vielleicht weißt, oder ich hoffe, du weißt es, läuft jetzt mittlerweile schon tatsächlich seit 2 Wochen ein Sportevent, in dem ich euch Videos gebe. Ich versuche, möglichst viele Menschen gleichzeitig zu coachen. Und zwar das Ziel ist, bis zum Mai, beziehungsweise Ende ist dann tatsächlich der Juni, also bis zum Juni, dass ihr die Figur eures Lebens erreicht. Wie gesagt, die ersten 2 Wochen sind vorbei, das heißt genau heute, in einem Monat, also am 20.02., kommt das zweite Programm, das heißt wir machen den zweiten Schritt. Wie lief es bisher? Der Bodycount ist etwas schwierig, aber ich schätze, dass wir roundabout 1000 Leute sind, die da mitmachen, was ich total geil finde, weil mein Ziel war natürlich 3000, aber ich bin halt jemand, der immer höher, schneller, weiter will. Aber 1000 Leute finde ich schon total genial. Und ich merke halt, wie viel Aufwand das ist. Und 3000 hätte ich auch noch geschafft, aber wäre, glaube ich, nochmal nur schwerer gewesen. Wahrscheinlich 3-mal so schwer, oder? Macht irgendwie Sinn. Ja. Gut, aber wie gesagt, also die Leute, die dabei sind, machen richtig Spaß. Wir haben eine Telegram-Gruppe, wo einige sind. Da sind knapp über 100 Leute. Also wenn du Lust hast, da reinzukommen, ich schreibe hier drunter meinen Telegram-Namen, adde mich einfach bei Telegram, sag, du möchtest gerne in die Gruppe. Ja, ich habe da auch noch eine Keto-Gruppe, ich habe da auch noch eine Gruppe für Keto-Rezepte für meine Nerd-Abteilung, das heißt, wo ich über meine Untersuchungen reinposte. Also wenn dich Sachen interessieren, komm gerne in Telegram, würde mich freuen. Auch eine Gruppe für Videos übrigens zu dieser Challenge, wenn Fragen sind. Dann gibt es auch noch mal kleine Videos, weil ich auf diesem Channel nicht zu viel darüber posten möchte, um die Leute nicht zu langweilen, die dazu keinen Bock haben. Aber was ich halt in der Telegram-Gruppe höre oder auch von den Leuten, die mich bei TikTok oder bei YouTube anschreiben, ihr habt richtig Muskelkater. Das ist der erste, was mir aufgefallen ist. Und der hört jetzt gerade auf. Und dazu möchte ich direkt was sagen. Viele Leute haben jetzt gesagt, Gott, ich hatte das erste Mal so Muskelkater. Ich konnte mich, das fand ich mir das Lustigste, wenn ich auf Toilette gegangen bin, hinsetzen, war schmerzhaft und aufstehen war schwierig. Und jetzt kommt das nicht mehr. Genau das soll es sein. Und jetzt habt ihr den ersten Schritt gemacht. So, und wenn ihr am Ende dieser Challenge das Trainingsprogramm machen würdet, wovon ihr jetzt so tierisch Muskelkater habt, würdet ihr denken, ich will euch auf den Arm nehmen. Es wird dann ein Trainingseffekt sein. Und was ich, das ist direkt der zweite Punkt, den ich hatte, das haben mir einige Frauen erzählt, dass der Umfang am Po verschwindet und dass ich ein richtiger Magier bin, weil ich kann Popo verschwinden lassen. Das freut mich tierisch. Also ich glaube, den Rekord hatte ich jetzt in 2 Wochen tatsächlich 5 cm Po-Umfang verloren. Super geil. Und das ist auch etwas, was passieren wird, weil wir natürlich auch Wasser aus dem Gewebe drücken. Ihr werdet euren Stoffwechsel ankurbeln, ihr werdet mehr Fett verlieren, ihr werdet Muskulatur aufbauen und. Bitte direkt dabei, das hat mich jetzt noch keiner darauf angesprochen, aber ich will es euch hier auch nochmal sagen, es kann sein, dass das Gewicht ein bisschen hochgeht, weil ich natürlich möchte, dass ihr Muskulatur aufbaut, weil darüber verbrennt ihr am Schluss mehr. Ziel ist es, wie gesagt, das Endziel ist dann, erste Endziel ist der Mai und dann haben wir noch einen Monat. Und da werde ich euch leider so richtig leiden lassen, damit wir im Juni wirklich alle in Topform sind. Gut, also soweit dazu. Wie gesagt, heute in 4 Wochen geht es weiter. Kommt der zweite Teil. Wir werden dann die Ernährung etwas umstellen. Auch ein Ernährungsprogramm ist natürlich dabei. Ihr könnt alles über meine Webseite www.fittystacks.com könnt ihr alles runterladen. Dazu direkt vor Beginn der nächsten Challenge wird es eine neue Webseite geben. Und zwar deluca.world, die ist gerade in Arbeit, wo ich ein paar mehr Features haben möchte, wo ich euch auch mehr Support geben möchte, wird es auch ein Forum geben, also mehr Möglichkeiten, dass auch ihr miteinander interagieren könnt und nicht nur über Telegram oder halt über die sozialen Medien, auf denen ich halt bin. Ja, das ist das soweit. Wie gesagt, erstmal vielen Dank für euer Vertrauen. Es macht mir tierisch Spaß. Bitte erzählt mir immer, wenn ihr Muskelkater habt. Das ist meine Entlohnung hierbei. Für die, die noch keine Ahnung davon haben, ich will kein Geld von euch. Ich nehme nichts von euch. Ihr müsst ein Sportgerät kaufen. Das kauft ihr nicht über mich. Das kauft ihr über Amazon. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr könnt auch gerne ein anderes kaufen dieser Art. Also ich mache das wirklich nur, weil ich probieren möchte, wie vielen Menschen ich bis Juni zu ihrer Topform verhelfen kann. Und das, was ich gerne als Belohnung haben möchte, abgesehen davon, dass ihr mir erzählt, dass ihr Muskelkater habt, was ich irgendwie mag, ist, dass ihr mir im Juni sagt, dass ihr wirklich noch nie so ausgesehen habt. Wenn wir das schaffen, wenn ihr in der Zeit richtig gut abnehmt, wenn ihr euch fit fühlt, wenn gesundheitliche Probleme weg sind, das ist das, warum ich das mache und das macht mir tierisch Spaß. Und ja, ich danke euch für eure Zeit und wir sehen uns an dieser Stelle in 4 Wochen wieder. Und vorher gibt es samstags halt immer etwas zum Fitnessbereich. Und wenn ihr daran denkt, jeden Sonntag um 17 Uhr, wenn ich nicht
ausnahmsweise außer Haus bin und irgendwo Dreharbeiten habe, bin ich live für euch. Das heißt, auch diesen Sonntag, morgen um 17 Uhr bin ich wieder live dabei. Von 17 bis 18 Uhr, eine Stunde lang, könnt ihr mir Löcher in den Bauch fragen oder könnt mir sagen, dass ihr mich blöd findet oder mich gut findet oder was auch immer ihr möchtet. Würde mich freuen, möglichst viele von euch kennenzulernen. Und ja, wir sehen uns morgen und an diesem Format in einem Monat wieder. Macht's gut.